Chemieverfahrenstechnik derzeit auf alle Fälle einmal als erstes recherchieren, also das Rohstoff einführen in den Kreislauf, dann natürlich auch das Anlagenfahren, das Abfüllen. Also am meisten verantwortlich fühlen wir sich natürlich für die Kunden, dass man ordentliche Qualität abliefert, weil schließlich sind wir ja ein Pharmabetrieb und die Qualität muss auch stimmen, damit auch die Patienten ordnungsgemäß versorgt werden können. Und da muss man halt Verantwortung übernehmen und das gut produzieren können. Also wenn man schon Vorkenntnisse natürlich hat in Chemie, Physik, dergleichen, hat man es natürlich in der Berufsschule gleich viel leichter. Man kennt sich auch gleich im Betrieb mehr aus. In Göm habe ich so ein Forscher-Natur-Modul gehabt. Da habe ich schon sehr viel mit Chemie getan. Dann in der HTL, das hat mir immer sehr gefallen. Also ich habe darüber nachgedacht, nach der Lehre die Meisterprüfung zu machen. Also worauf man sich gefasst machen muss, ist einmal natürlich, wenn man ins, so wie es bei uns ist, ins zweite Lehrjahr kommt auf der Schicht, dass man das mit den Arbeitszeiten gut meistert. Man muss schon sehr bald aufstehen auf der Frühschicht. Aber sonst, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, dass man den ganzen Tag vielleicht einen Helm oder so etwas trägt. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Mich hat die Chemie immer schon interessiert. Und ich wollte es nicht nur auf Blatt Papier sehen, sondern wollte es auch draußen in die Anlagen sehen. Und zuerst habe ich im Gymnasium 4 Jahre die Unterstufe fertig gemacht. Dann habe ich 2 Jahre in der Chemie HTL in Wels gemacht, habe dann abgebrochen und habe in einer Lehre angefangen. Ich habe einfach nur nicht Geduld genug gehabt, bis nach der HTL abzuwarten. Du musst nicht nur das Oberflächliche, was du am Blatt Papier lernst, verstehen, sondern du musst auch weiter hinausdenken. Zum Beispiel, wenn wir eine Reaktion fahren, musst du nicht nur wissen, was die Reaktion ist, sondern was passiert im nächsten Schritt und was hast du im Schritt davor gemacht. Ich tue gerne Probeziehen, weil ich das einfach interessant finde, wenn das vom großen Reaktor in so einem kleinen Probeglasl dann kommt. Und ich finde das auch immer ganz interessant, was für Farbexplosionen das da meistens sind, die verschiedenen Farbpaletten. Ich mache gerade Lehre mit Matura. So, nach der Lehre, da möchte ich endgültig die Matura abschließen. Ich habe mich schon für den Werksmeister angemeldet, den möchte ich auch durchziehen. Und mein endgültiger Plan wird es, irgendwann einmal erste Schichtmeisterin zu sein. Verfahrenstechnik selber hat ein bisschen was von der Richtung Maschinenbau, weil wir einfach natürlich viele technische Apparate bedienen und verstehen können müssen. Da hat einfach jeder Apparat seine Erfordernisse. Und von dem her ist es natürlich gut, wenn man physikalisch Zusammenhänge erkennen kann, wann wird was gasförmig, welche Stoffe verdampfen leicht, welche Stoffe fließen leichter, wie verhalten sich Pulver, gibt es da Brückenbildung, was auch immer. Also gerade wenn man natürlich naturwissenschaftlich Interesse gezeigt hat und sich da schon von der Schule her einiges angeeignet hat, dann ist man da immer schneller und besser unterwegs. Ja, Mathematik ist natürlich auch ein Teil der Chemie, weil man ja in Chemie Stöchiometrie hat, das ist chemisches Rechnen. Und chemisches Rechnen sollte man zumindest bis zu einem gewissen Grad bei uns in die Betriebe kennen und können. Ja. Also grundsätzlich natürlich wie wir von Thermo Fisher, pharmazeutische Industrie, wo wir halt einfach Wirkstoffe produzieren, gibt es natürlich auch auf der biologischen Seite. Dann gibt es aber auch natürlich nicht nur eben pharmazeutische Produkte, sondern auch mehr Basischemikalien, einfach wo man sagt, es geht mehr in Richtung Düngemittelproduktion. Kunststoff ist ein riesiges Thema natürlich in den letzten Jahren. Das heißt, da gibt es zwar auch den Kunststofftechniker, aber trotzdem in der Kunststoffindustrie braucht man immer wieder auch Verfahrenstechniker, die die Anlagen betreiben, die Kunststoffe herzustellen, teilweise auch eben für Extrusion und in der Lebensmittelindustrie, teilweise Mühlen werden halt auch schon sehr automatisiert und von dem her, sage ich mal, sind die Fähigkeiten, die was man sich da bei uns aneignen kann, mit viel Automatisierung, mit vielen Messsystemen, eigentlich spannend für alle hochtechnisierten Betriebe. Wir sehen es tagtäglich, dass wir viele Chemieverfahrenstechniker einstellen möchten, die es aber nicht gibt. Wir haben da auch teilweise Programme, wo man im zweiten Bildungsweg über, dass wir das anbieten können, dass Leasing-Mitarbeiter Umschulungen machen mit teilweise externen Unternehmen, dass die im zweiten Bildungsweg dann den Chemieverfahrenstechniker machen. Und ich habe selbst Chemieverfahrenstechniker gelernt und für mich, ich habe es immer sehr spannend gefunden. Man hat sehr viel mit Apparate zu tun, man kann sich mit sehr großen Prozessen auseinandersetzen. Auch in anderen Betrieben gibt es riesige Pumpen, riesige Behälter.
Bei uns ist mehr die Komplexität und die vielen Produkte. Es ist immer spannend, es ist immer abwechslungsreich. Und wenn man sich mal in das Thema der chemischen Industrie da verliebt hat, dann kann man eigentlich fast nicht mehr woanders arbeiten.